Was ist das denn? Ey, ihr wollt mich aber auch wirklich auf den Arm nehmen, ne? Lasst euch die Socken da ganz an der Seite. Die lachen sich dahinter bestimmt scheckig und halten sich so die... Ich glaube, jetzt wird das nochmal sehr, eine sehr schwere Kiste, ne? Kann ich mich umdrehen? Erkenne ich die Crewmitglieder nur an den Schuhen oder nur an der Hose? Das finden wir heute heraus. Die gesamte Crew ist hinter einem Vorhang. Und mit jeder Runde muss eine Person erraten werden. Und mit jeder Runde geht der Vorhang auch weiter nach oben. Los geht's! Okay, Leute, los geht's! Das heißt, alle Leute hinter dem Vorhang können jetzt mit ihren Schuhen schon mal ganz nah an den Vorhang kommen. Boah, was ist das denn? Ey, ihr wollt mich aber auch wirklich auf den Arm nehmen, ne? So, ich habe so drauf gehofft, so okay, vielleicht sehe ich mal einen Schuh der mir bekannt ist. Aber ich sehe einfach nichts. Ich glaube, ich werde direkt in der ersten Runde einfach einen falschen rauspicken. Vor allem, was sollen die Socken? Was sollen die Socken da ganz an der Seite? Okay, ich glaube, ganz rechts ist Donny oder Claudio und in der Mitte ist wahrscheinlich so Eva, Elli oder Kati. Ich fange an mit dem braunen Schuhpaar und ich sag, das ist Kati. Das wird 100% falsch sein. Ich sag, das ist Kati. Nein, das ist Eva! Oh mein Gott, ich hab zumindest damit richtig gelegen, dass es entweder du oder Kati sind. Das ist Eva. Ich hatte so viel Hoffnung gehabt, dass es dann einfach so eine schöne Serie wird. So richtig, richtig, richtig und nein. Schon war es. Nein, damit. Nein, leider nicht. Ich habe mir richtig viel Mühe gegeben. Ja, ich habe schon gemerkt, ihr habt alle extra, also ich habe der Crew gesagt, ihr könnt euch alle Outfits aussuchen, die ich nicht so gut von euch kenne. So Claudio, der trägt ja seit 10 Jahren immer dieselben Schuhe so, ne, da hat er sich direkt erkannt, okay, das ist Claudio. Aber ich habe da einfach nichts erkannt. Ja, okay. Ah, wobei die Doc Martens, die ich anhatte, sind immer in der, also die sind immer auch in der Farbe. Ja, ich habe so also, viele Schuhe in dieser Farbe. Ja, also ich habe ja schon erkannt, dass es wahrscheinlich jetzt nicht irgendwie Donny oder so ist in den Schuhen so, aber... Ja, es wäre, ich glaube nicht, dass Donny darauf laufen kann. Ja, wobei, das können wir auch mal testen. Das können wir eigentlich auch nochmal eine High-Heels-Challenge machen. Stimmt, Leute, falls ihr es sehen wollt, ab in die Kommentare damit. Aber das geht schon mal nach hinten los. Okay, das heißt 1-0 für die Crew. Mhm. Jetzt wird aufgeholt. Darf ich jetzt mitraten? Du darfst gerne mitraten, aber am Ende, genau, muss ich den Tipp abgeben. Ich weiß es auch, ne? Also das wäre schon ziemlich unfair. Ja doch, wobei Eva, sag ruhig, ab jetzt sind wir ein Team, also sag gerne mal, was du glaubst. Okay. Also erstmal, bevor die neue Runde losgeht, wird ja jetzt einmal der Vorhang ein bisschen nach oben gezogen. Das heißt, ab jetzt sehe ich ungefähr das bis zu den Knien. Also die Hosen sehen wir schon mal. Das heißt, ich gucke jetzt einmal weg, ich gucke jetzt einmal in die andere Richtung und ihr könnt jetzt einmal den Vorhang nach oben ziehen. Okay, das... Ich habe echt keine Ahnung. Was ist das? Also man sieht auf jeden Fall, es sind sehr unterschiedliche Styles hier gerade am Start. Ne? Also hier die Fraktion hier rechts eher so ein bisschen lockerer unterwegs. Die chillen einfach zu Hause. Ja. Dann ist hier jemand 2005, würde ich ungefähr sagen. Ja, oder jetzt ist es schon wieder also aktuell. Ja gut, und ganz links. Ich habe echt keine Ahnung. Also ich jetzt hier mal mit den Adilettenträgern. Ich würde sagen... Ich glaube, das hier, das ist Kati oder Elli. Aber meinst du, das ist so offensichtlich? Ja, vielleicht wollt ihr mich jetzt auch gerade nochmal schön aufs Kreuz legen. Ein Trick oder ein doppelter Trick? Vielleicht ist es auch gerade Claudio oder Donny mit Glitzer-Socken. Aber wir gucken uns dann nochmal die anderen an. Komm, bei der Hose, ihr habt auch alle extra so schön lange Hosen angezogen, damit man nicht erkennen kann, ob da eine Person jetzt irgendwie eher männlich oder weiblich ist. Und die sagen auch einfach nichts, ne? Die sagen auch einfach extra nichts, damit man auch einfach nicht hören kann, wer wo steht. Nee, der an den Knöcheln also, kennt. Die lachen sich dahinter bestimmt scheckig und halten sich so die... Das ist mir schon klar. Und das Schöne ist, Leute, ihr wisst es gerade auch nicht, wer hinter welchem Vorhang ist. Das heißt, ihr könnt jetzt gerade auch mal mitraten. Ihr könnt gerne mal auch in die Kommentare schreiben, ob ihr gerade besser gelegen habt. Vielleicht haben ja manche Eva schon in der ersten Runde erkannt, vielleicht auch nicht. Ich sage, genau in der Mitte, das ist Elli. Also mit der blauen, dunkelblauen Jeans. Wenn das jetzt auch falsch ist. Hallo Leute, Donny hier! Was ist das? Mann! Ey, aber das wäre eigentlich geil gewesen, wenn ich von dir dann noch das Hemd gesehen hätte, ne? Ja, ne? Donny hier! Cool! Der beste Opa. Das ist echt ein Scherz. Ja, ey, guck mal, 0 zu 2. Für uns. Schön, hast du schön gemacht. Hast du schön gemacht. Ja, ihr nicht. Wenn ich mir das Hemd anschaue. Donny! Da fehlt eigentlich noch die Cap. Ja, okay, bei der letzten Person ist es ja dann klar so, ne? Das heißt, das zählt nicht. Aber ich kann auf jeden Fall noch aufholen. Deswegen würde ich sagen, Leute, ihr könnt jetzt wieder den Vorhang so ein bisschen nach oben machen, bis zum Bauchnabel ungefähr. Okay, kann ich gucken? Ja. Okay. Ja, alle schon mal Jogger. Die Frage ist nur, wer trägt welche? Also, wenn ich jetzt bisher danach gehe, wer wie aussah, dann würde ich sagen,
hier sind ja drei schwarze Jogger und eine pinke Jogger. Dann ist die pinke Jogger 100 pro entweder Claudio oder Donny. So, danach den Schuhgrößen kannst du nicht mit ihm gehen. Nee, überhaupt nicht. Vor allem, also ich könnte das jetzt auch gar nicht schätzen, welche Schuhgröße jetzt ungefähr was ist. Die sehen alle ungefähr gleich aus. Mhm. Ja, ja, eben. René! Weißt du was? Ich gebe euch jetzt nicht die Genugtuung, dass bei der pinken Jogger jetzt irgendwie Donny auf einmal ist. Deswegen sage ich jetzt einfach, wobei. Vielleicht haben sie sich aber hinterher nochmal umgezogen, seit wir weg waren. Das stimmt. Also ich habe jetzt gerade irgendwie so ein Bauchgefühl und da ich das gerade schon so richtig gelegen hat bei euch beiden, bleibe ich auch bei meinem Bauchgefühl. Ich sag jetzt einfach mal, die Person mit den Latschen ist Kathi. Ja! Jawohl! Boah, zumindest eine Person richtig. Jetzt ist das schon mal keine komplette Blamage. Genau, das konntest du noch nicht sehen, aber ich habe den Kathi-Pullover an. Aber dann hätte ich jetzt den Kathi-Pullover gesehen, dann hätte ich 100 pro gesagt, okay, das muss jetzt eine andere Person sein. Ja. Weil das wäre zu obvious gewesen. Ja, okay. Da zieht sich jemand um. Okay, ich würde sagen, ich gucke wieder weg und das heißt, ihr könnt jetzt ein Stück wieder nach oben ziehen. Ich glaube, René. Ja, jetzt? Okay, ich sehe ja zum Teil schon was von euren, von den Outfits vom Oberkörper. Meine Tendenz ist so, dass Claudio und Donny eher außen sind und Ellie eher in der Mitte. Aber ich traue hier auch wirklich gar nichts mehr, ne? Komm, das sind doch einfach alles Sachen, so, da merkt man auch richtig, ihr habt wahrscheinlich bei euch wirklich so ganz, ganz tief gegraben, damit ihr irgendwas rausfindet, was ich noch nie gesehen habe, ne? Ja, also ich bleib bei meinem Bauchgefühl. Ich meine, jetzt sind wir ja auf der richtigen Spur erstmal. Ich würde sagen, Ellie ist in der Mitte. So, das heißt, die Person in der Mitte kann jetzt einmal nach vorne kommen. Hallo. Ja! Läuft doch! 2-2 steht's. Aber ich muss auch sagen, ist das der Schlafanzug, den du bei Kauskitz anhast? Ja, ich dachte, ich kann dich etwas in die Irre führen damit vielleicht. Ja, also ich habe jetzt auch gedacht, so, hat jetzt extra von den anderen einer an, aber ihm habe ich erstmal jetzt an dich gedacht und hat funktioniert. Schade. Okay, das heißt, jetzt kann der kann das Ding einmal komplett bis zum Hals geöffnet werden. Ich glaube, jetzt wird das nochmal eine sehr schwere Kiste, ne? Kann ich mich umdrehen? Ja. Ja. Also, ich glaube, jetzt ist es relativ klar. Wobei, ich will jetzt auch nicht zu sicher sein. Lose macht es schwer, ne? Ja, also ich würde jetzt sagen, Claudio ist von mir aus gesehen rechts und Donny ist links. Ja! Boah, ich dachte irgendwie. Wenn jetzt auf einmal du da drin gewesen wärst, du da drin, ne? Aber soll, René, er hat mein Hemd an und meine Schuhe, die haben ja, genau. Ausgetauscht. Und dann habe ich meine Skihose angezogen und die so breit gemacht, damit man die Statur so schön erkennt. Ich hab das schon gemerkt, ne? Ja. Ich hab richtig gut. Ja, aber Donny, du mit dem Hemd, das ist herrlich. Ja, ich steht wie angegossen. Ja, danke. Also bin ich auch jetzt auf dem Rücken, ich will mich auch so Ja, okay. Würde ich sagen, noch ganz easy gewonnen, ne? Ja, 3-2. Naja, also ich meine, du, hey. Ja, das hast du auch sehr gut geschafft, muss ich sagen. Also, ne? Das Donny das Cosplay, das haben ja schon ganz viele Fans nachgemacht, so, ne? Wie der nächste Fall. Donny! Ja, okay, aber ihr habt euch auf jeden Fall sehr viel Mühe gegeben, wie ich gesehen habe. Wenn ihr Lust drauf habt, Leute, dann machen wir das Ganze demnächst nochmal. Dann würde ich mich auf jeden Fall auch verkleiden. Und dann muss irgendjemand von euch dann mal erraten. Karnevals-Edition. Ja, also eigentlich war das ja schon Karnevals-Edition, so wie ihr aussieht. Ja, das stimmt. Ja. Aber Leute, wenn ihr das sehen wollt, dann schreibt gerne in die Kommentare und lasst dafür einen Daumen nach oben da. Und dann würde ich sagen, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao. Oh. Das wäre ein herrlicher Ortel. Ja, halt am besten die Arme hoch, damit ihr nicht erkennt, wie aussehen. Ich glaube, wenn der andere, also der Halter auf der anderen Seite so ein bisschen in die Richtung vom Kallax geschoben wird, dann kann man ja das in mehr Richtung Wagen. Ja, genau, schieben. Das macht man. Ah, okay, super. Genau, ich schiebe da ein bisschen. Kann einer die Box da unten nicht mehr? Wunderschön. Oh, thanks. Wollt ihr euch nicht aber irgendwas vom Kopf halten so? Ja, stimmt. Stimmt. Okay. Er ist geleitet. Was ist hier? Ich glaube, die Outtakes, die werden länger als das Video selbst. So davor. Das macht mich nervös, diese Geräusche. Okay.
Okay. Ziemlich cool aus mit den Gary Pushen, so eine coole Bart-Musterhose, die mir sehr gut gefällt. Bin ich noch verwirrter, ich habe mir jetzt keinen Gefallen getan. Deswegen bitte ich die Person mit den Gary Pushen zu sagen, wuff wuff. Wuff wuff. Hey Leute, wir spielen wieder Outfits der Crew erraten. Dieses Mal ist Ellie an der Reihe. Aber heute ist alles anders, denn der Vorhang geht nur dann nach oben, wenn Ellie jemanden richtig errät. Wenn sie jemanden nicht richtig errät, dann nicht. Dafür hat sie zwei Joker. Sie darf sich einmal eine Person aussuchen, die dann die Hand heben muss. Außerdem kann sie eine Person bestimmen, die ein Wort sagen muss. So ist es also zeitgleich leichter und schwerer für Ellie. Los geht's! Jetzt bin ich sehr gespannt, ob ich richtig liege oder nicht. Ich höre nur so ein Gerausche. Das macht mich nervös, diese Geräusche. Okay. Okay. Jetzt wird's interessant. Okay, kurze Analyse. Wir sehen ganz links schwarze Schlappen, dann weiße Schuhe, dann haben wir Gary Pushen und rosane süße Püschchen und weiße Schlappen. Okay, fangen wir mal in der Mitte an zu den Gary-Pushen. Da weiß ich, dass die von Claudio sind, aber der ist ja nicht da heute. Ja, wer hat sich die jetzt geschnappt? Sehr gute Frage und ansonsten kann ich gar nicht mehr sagen. Die süßen, rosanen Pushen, die kommen mir bekannt vor, die habe ich schon unten gesehen. Und ich weiß, dass die irgendwas mit DIY zu tun haben, aber auch da natürlich keine Ahnung, wer die jetzt anhat. Und ansonsten sehe ich ganz von mir aus links und von euch aus rechts den schwarzen Pushen, da sind so, das sind so Leopardenstrümpfe, Leopardensocken. Die kenne ich von Eva, meine ich zu kennen. Das ist jetzt so das Einzige, was ich sagen kann. Bei den anderen ist es noch völlig, ja, keine Ahnung. Ja, ich sag einfach mal, dass die Person mit den schwarzen Schlappen und diesen Leopardensocken Eva ist. Und bin ich gespannt. Richtig guter Start! Und es ist sie! Yay! Okay! Cooles Outfit übrigens. Dankeschön. Ja, coole. Boah, wir gefallen Farben. Richtig gut. Danke. Ja, jetzt geht's weiter. Hast du nicht einen Tipp für mich, Eva, wo du schon mal hier so stehst, oder? Also kann man doch mal fragen. Also ich kann dir sagen, dass ich diese rosanen Pushen zum Valentinstag bekommen habe. Guck mal, es geht auch ein bisschen hoch. Oh, stimmt. Aber es gibt hier keine Garantie drauf, wer die anhat. Okay, kein Problem. Genau, die hast du zum Valentinstag gekriegt. Okay. Oh, jetzt wird's interessant. Ich sehe hier mit den weißen Schuhen, da ist eine Leoparden-Leggings oder Strumpfhose. Das könnte irgendwie auch zu dir passen mit dem Leo-Muster. Das könnte sein. Keine Ahnung, wer sich die genommen hat. Rosane Socken. Könnte auch jeder sein. Ja. Oder sind die lila? Das ist jetzt eine gute Frage. Wenn sie lila sind, könnte es auch Kathi sein. Wenn sie rosa sind, dann würde ich schon eher, glaube ich, Kathi sagen. Aber man weiß es nicht. Hier sehen wir, das sieht ziemlich cool aus mit den Gary-Pushen. So eine coole Bart-Musterhose, die mir sehr gut gefällt. Okay, die Fühler zucken so ein bisschen. Ja. Guck mal. Ach, ist das süß. Okay. Ich finde die Socken hier interessant mit den Pushen, das sind so... Kann das Bärchen auch mal mit dem Mädchen wackeln? Ach süß. Und weiß, aber mit weißen, hohen Socken. Ja. Hier wird es jetzt spannend, weil ich hätte jetzt gedacht, mit den weißen Pushen, das könnte René sein. Aber René hat noch nie hohe Socken angehabt. Der hat immer diese Sneaker-Socken an. Jetzt wird es nämlich schwierig und... mit denen wollte ich dich eigentlich auch verwirren. Echt? Ja. Ich dachte so, René hat die sonst immer an. Ich kenne René nicht damit und deswegen denke ich, dass René vielleicht der mit den Gary-Pushen ist. Nein, wir machen... Ich habe jetzt zwei Joker zum Durch. Ich glaube, ich nutze mal einen Joker. Oder? Ja, doch, komm, wir machen das so. Ich denke, dass René die Person mit den Gary-Pushen ist, aber ich möchte nichts Falsches sagen. Deswegen bitte ich die Person mit den Gary-Pushen doch mal zu sagen... Wuff, wuff. Wuff, wuff. Okay, die Stimme, das war nicht, also die Stimme war erstens verstellt, aber das war auch nicht René. Das war irgendjemand anders. Jetzt bin ich noch verwirrter. Ich habe mir jetzt keinen Gefallen getan mit diesem Joker. Ich war es doch René und er hat seine Stimme einfach nur verstellt. Ja, aber irgendwie hörte sich das nicht. Nee, ich kenne Renés Wuff, wuff und der macht das anders. Ich weiß nicht. Jetzt bin ich verwirrt. Okay, jetzt bin ich wirklich sehr, sehr stark verwirrt. Und wenn ich jetzt direkt meinen zweiten nehme, den möchte ich jetzt nicht in den Wind schießen, meinen zweiten Joker. Okay, ich denke nicht, dass das René ist. Die Frage ist, wer könnte das denn sonst sein? Ich glaube, ich gehe weiter. Die Person mit der Leoparden-Leggings. Ich glaube, das sind rosane Socken. War pink oder lila? Ich glaube, die sind so eher pink. Ich glaube, das ist Kathi.
Ich sag die Person mit der Leoparden-Leggings, ich sag, dass es Kathi ist. Nein, es ist nicht Kathi. Aber ist Katja. Es ist Katja. Können wir mal bitte über dieses coole Outfit sprechen? Ich finde die Muster, ich finde, das ist einzigartig. Das passt super zusammen, Caro mit Leoparden. Also ja, finde ich auch schön. Und die Käppi ist das Beste dazu. Ja, cool. Ist das Beste. Sehr cool. Okay, ich lag leider falsch. Vielleicht kannst du mal bei dem Peeling gucken an den Socken. Wer hat denn sowas? Ja. Das ist sehr, auch dass ich jetzt, hätte ich mal erstmal eher runtergehen sollen. Hier sehe ich eine Schlappanzughose, glaube ich. Könnte man vielleicht die Höhe machen? Ne, die HSS war ja falsch. Ich war leider falsch. Oder du hast ja noch einen Joker, du könntest dich eine Hand zeigen lassen. Ja, das stimmt. Bei euch hätte ich es noch erkannt, weil ihr habt, glaube ich, beide Nagellack. Und jetzt wird mir, okay. Ja. Rot und ja. Lila. Ja. Die legen sich auch kein Stück, das ist wie versteinert. Nochmal wackeln dran. Könnt ihr mal alle mit den Füßen wackeln? Das bringt mir jetzt zwar auch nichts, aber ich möchte gucken, ob ihr euch noch bewegen könnt. Ja, wunderschön macht ihr das. Aber hier, also hier muss ich mal, okay, ich kann jetzt hier mal hiervon ausgehen. Diese rosanen süßen Plüschpuschen, die sind ja der Person viel zu klein, ne? Und ich glaube nicht, dass das Kathi ist, weil ich glaube, Kathi hat, das kann ich als Hinweis geben, das ist 37 und eine sehr kleine 37. Ja gut, bei mir wird es wahrscheinlich anders aussehen. Aber trotzdem glaube ich, dass da ein Männerfuß, da steckt aber jetzt nur die Frage, wer hat jetzt die an, ich weiß es nicht, ne? Faked das auch nur jemand. Vielleicht ist das auch gut. Vielleicht musst du da wirklich mal so dran drücken, so. Vielleicht gefällt das ja der wo der C ist. Wie man meint, so Kinder. Ja, ehrlich. Okay, wir machen jetzt folgendes. Komm, ich nutze jetzt noch einen Joker. Ich habe ja noch den Handjoker. Also, ja, wer soll jetzt die Hand heben? Das ist jetzt eine gute Frage. Ich sage mal, die Person mit den Gary-Puschen, das triggert mich. Heb doch mal bitte die Hand hoch. Andere Seite, damit man das auch, ich möchte die Fingernägel sehen. Oh, okay, dann ist es, okay, das ist jetzt einfach, dann muss es Kathi sein. Es muss sie sein. Und ist sie? Es ist Kathi! Yeah. Oh, cool. Danke. Ihr seid alle hier so stylisch unterwegs, voll cool. Ja, richtig stylisch. Liebe es. Nicht. Gefällt mir. Okay, jetzt wird's spannend, weil jetzt habe ich hier die Quelle, weil ich habe keine Ahnung, wer jetzt wo was hintersteckt, wer jetzt René ist und wer Donny ist. Sie ziehen es hoch. Oh mein Gott, es passiert was. Knöchel. Oh, jetzt wird's spannend, weil dieser Kandidat hier mit diesen Puma-Strümpfen, der hat diese Hose, die kenne ich ja, weil René hatte ja schon das ein oder andere Mal, das ist ja dieses Kostüm, dieser Fitnessanzug. Die Torben-Tanner-Kostüm. Ja, guck mal, da tanzt er schon so. Ja. Ja, jetzt zählt hier auch nachgetanzt. Was ist das? Ja, schön macht ihr das. Vielleicht möchten sie mich ja auch komplett in die Irre führen, aber wie gesagt, ich kenne die Hose und behaupte jetzt einfach mal, dass dieser Kandidat hier mit den weißen Schlappen René ist. Vorsichtig. Okay. Ist das? Yes! Ich sehe, nein, das ist René auch. Trotz dieses Zeichens hier. I can see your hair. Yay! Ja, ich bin's! Ja, die Hose hatte ich jetzt verraten, sonst wäre es mir komplett schwer gefallen. Ich hab einfach darauf spekuliert, dass du denkst, dass wir extra Hosen getauscht haben von der Hose, die ich sonst eigentlich immer trage. Schick Donny mit Schlafanzug. Nicht schlecht, hey, gut. Das ist meine normale Hose, keine Schlafanzughose. Sorry. Nein. Okay. Ja, aber. Schön, dass denn jetzt überhaupt falsch und richtig und. Also, du hast Katja falsch, Kathi richtig, Eva richtig. Und sonst war der ja dann auch, oder? Immerhin. Also Katja falsch. Ziemlich gut. Ja. Stimmt. Ja. Ja, gute Leistung, ey. Stimmt. Also vor allem dafür, das war jetzt ein neuer Modus, wo der Vorhang ja immer so ein bisschen tiefer bleibt. Ja. Und gerade haben wir eigentlich gesagt, ist auch die Frage, ist das jetzt schwieriger oder einfacher? Ja. Weil der Vorhang bleibt halt weiter unten, aber dafür hast du halt zwei Joker, ne? Das mit den Jokern wäre dir lieber gewesen? Gut. Also war es so für dich besser oder hättest du lieber das alte gehabt? Nee, ich fand's so besser, ich fand's richtig gut. Ja, ja, also mit dem Wuff, das hat mir nicht so viel gebracht mit der Stimme. Ich habe mich schon so gefreut, als ich dachte, dass du Kathi safe, dass du bei Kathi denkst, dass ich das bin, ne? Ich glaube, da war der Joker mit der Stimme halt schon mega praktisch, ne? Weil. Ausschlafen. Das Wuff. Und ich habe jetzt auch so versucht, wie reden. Ja, ich kenne halt deinen Wuff, deswegen musste ich. Aber man muss auch sagen, Kathi hat sich eigentlich aber trotzdem gut, also hat es gut geschafft, so ein tiefes Wuff zu machen, aber. Ja. Hat er trotzdem. Auf jeden Fall finde ich sehr interessant, was für Outfits so entstehen durch dieses Video, durch diese neue Mode. Ne? Also, ja, das ist schon ziemlich cool. Ja, jetzt wird noch ein bisschen getanzt, finde ich gut. Ja, aber ich würde sagen, sehr, sehr gut gemacht. Ich würde sagen, Leute, wenn es euch wieder gefallen hat, dann schreibt das gerne in die Kommentare. Schreibt gerne in die Kommentare, wer als nächstes die Outfits cool erraten soll. Und wer hatte das coole Outfit, das coolste Outfit heute? Ganz genau, das wollen wir auch wissen. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss. Mal. 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 Mal.
Hey, ich will nichts Falsches sagen. Wenn es jetzt Ellie, Eva oder Kathi ist, dann Kätzchen Besen. Kätzchen Besen. Wir spielen eine weitere Runde Outfit der Crew erraten. Aber irgendwas ist heute anders. Denn alle Crewmitglieder hinter dem Vorhang haben sich im Fasching-Kostüm verkleidet. Wird also ganz schön schwierig für Claudio. Los geht's! So, darf ich jetzt gucken? Also darf ich jetzt wirklich gucken? Ich sehe euch nicht. Ja, genau. Okay, also, wow, wie cool, ja. Einmal ganz kurz einen Hinweis. Also wir haben alle und alles durcheinander, ein bisschen durcheinander gemixt. Ne? Das ja. Eine Person ist gerade, kommt rückt nach, weil wir einfach zu wenig Platz haben. Ach so, okay. Genau. Das heißt, ich beginne einfach mit denen? Ja, genau. Ich beginne einfach nur mit den Schuhen? Ansonsten spielen wir wie beim ersten Mal. Und es wäre gut, wenn du ab und zu auf die Kamera guckst, bei dir auf die Ja, klar. Akku. Ich bin bereit, mein Freund. Genau. Ich guck mal, ob die Kamera läuft und so noch. Okay, da kann es eigentlich losgehen. Okay, es geht schon los. Freunde, könnt ihr diese Person, ich bin jetzt dagegen, ein bisschen nach vorne rücken mit den Schuhen, weil ich sehe nicht alle Schuhe tatsächlich. Okay, ich beginne mit den Schuhen. Ziemlich schwierig. Das Problem ist, ich kenne die meisten Schuhe, aber die ganz linken Schuhe, die kommen mir nicht bekannt vor. Die sind so Glitzer, also das sind so Chucks, die glitzern. Die kommen mir nicht so bekannt vor. Die Stiefel kommen mir bekannt vor, muss ich ehrlich sagen, diese Stiefel. Aber das könnte auch Ellie und Katja sein, weil Ellie und Katja tragen beide Stiefel. Diese Chucks sehen aus wie Kathi, das sehen aus wie Donnys Schuhe. Und die ganz rechts, boah, das ist schwierig. Wer kriegt denn noch Converse? Also das, ich glaube, das sind ja Converse-Schuhe. Wer kriegt denn noch Converse? Och man, Freunde, ich will keinen rauswählen. Ich wette, meine Freunde haben mich alle auf den Arm genommen und die Schuhe, die eigentlich Donny trägt, trägt auf einmal Katja. Aber wisst ihr was? Ich entscheide mich. Oh, ist wirklich Katja so obvious? Nein, das kann nicht sein. Das kann nicht Katja sein. Nein. Deswegen, ich muss nachdenken. Und vor allem, René meint, es rückt eine Person nach. Das heißt, ja, wer ist denn jetzt da drüben? Ich will nicht. Donny, ich werde dich nicht rauswählen. Ich bin für diese Person hier. Soll ich einmal dagegen treten? Okay, das ist Katja, sagt. Ich habe jetzt die Person angestupst und du kannst nach vorne kommen. Wenn es jetzt Ellie, Eva oder Kathi ist, dann Kätzchen Besen. Kätzchen Besen. Alles gut, du? Ja! Du musst nicht den Besen fressen. Oh. Das ist Katja. Ah, genau. Also wirklich, bei den Schuhen habe ich mich echt schwer, weil Ellie kriegt ja auch so große Boots. Ja, fand ich auf jeden Fall, ja, genau. Ja, ich bin die Elfenkönigin heute auf dem Karneval, deswegen... Ja, ich sehe, du bist die Elfenkönigin. Ja, weißt du was? Mit den Boots. Aber ja, mit den Boots. Mit den Boots. Okay, perfekt. Das heißt, jetzt rückt die Person nach, ne? Okay. Ich sehe schon meine Schlappen, Marzian. Soll ich mich vielleicht umdrehen, sodass ihr ein bisschen nach oben macht, oder? Ja, ich mach einfach, oder Katja? Weil mach. Okay, ich guck mal weg, ich geh nach ganz hinten. Katja, du gibst ein bisschen Arbeit, was sie machen sollen. Da passiert was und ich glaub, ja, so ist es in Ordnung. So kannst du eigentlich schon wieder vorüber. Okay, ich dreh mich jetzt, super, Katja, das war ein Freunde. So, jetzt bitte bleib. Okay, jetzt sehen wir ein bisschen mehr von denen tatsächlich. Trotzdem, ganz ehrlich, ich lass mich trotzdem... Könnte die Person ganz rechts ein bisschen nach vorne kommen? Ich sehe die Knöchel nicht, vielleicht noch ein bisschen. Die Person will nicht. Das war so ein bisschen so... Ja, okay, ja, ich sehe tatsächlich die Socken jetzt, boah, die ganz rechts sieht halt stark nach Kathi aus, muss ich ehrlich sagen, weil die Socken sind so, ja, sind so mit Ananas, glaube ich, das sieht aus wie Kathi, das sind doch nicht Schuhe, aber ich glaube, jemand will mich auf den Arm nehmen, ich glaube, hier möchte mich jemand auf den Arm nehmen. Die Puschen, da passt René halt nicht rein, René hat, glaube ich, Größe 58 Schuhgröße, deswegen passt er da nicht rein, aber ich entscheide mich zwischen den Converse. Also zwischen den Chucks tatsächlich. Nee, das sind nicht. Warte. Ja, das sind Vans. Die Vans. Sorry, Freunde, das sind Vans ganz rechts. Das sind Converse und das sind Converse. Mhm. Ich entscheide mich zwischen den Vans oder zwischen den Converse. Und da muss ich ehrlich sagen, bin ich am überlegen, wer von beiden Ellie und wer von der anderen Person Kathi ist. Ich glaube. Boah, ey, ich will nichts Falsches sagen. Mann, das Problem ist, ich sehe hier nichts. Ich sehe einfach nur. Chucks oder Vans oder Converse und dann sehe ich nur eine Strumpfhose. Was soll das? Wer soll das denn sein? Weißt du was? Ich sag, diese Person hier. Tu es nicht, Claudia, das ist Kathi. Ich trete dich mal an, das ist Kathi. Lass es bitte Kathi sein. Ja! Hallo, ich bin Ganz ehrlich, warte mal, guck mal, Kathi. Sehr ehrlich, ist das nicht unfair, weil schau mal. Das könntest du sein und das könntest du sein. Eventuell könntest du sogar das hier sein. Ja. Also, meine Füße sind sehr vielseitig. Ja, von die Stuhl. So, ich gehe mal wieder nach hinten und drehe mich um. Da könnt ihr ja sagen, wann und wie ich mich umgehe. So. Richtig gut schlage ich mich bis jetzt, oder? Ja, Katja ist erstmal so. Mach mal so eine. Ich darf mich endlich wieder bewegen. Ich musste gerade die Flügel die ganze Zeit stillhalten. Ach, was bist du denn für ein Kostüm-Schmetterling, oder? Ja. Okay. Okay,
Ich glaube, du bist, denke ich, ja, du könntest eigentlich relativ gut. Ich darf auf die Creme schon. Oh, jetzt ist es schwierig. Ich erkenne zwar, dass das hier Ninja Turtle oder so sein soll, aber meine Freunde wollen mich in die Falle locken. Ich falle da nicht drauf rein. Das ist hundertprozentig nicht Donnie. So jetzt vom Groben anders würde ich sagen, oder wenn ich das so sehe, würde ich jetzt einfach sagen, Eva und Ellie sind beide außen. Das heißt, in der Mitte sind Donnie. Genau, Donnie und René sind in der Mitte. Das wäre zu einfach. Das kann nicht Donnie sein. Das kann Donnie nicht sein. Die Frage, wer von beiden ist Eva? Ich erkenne auch nicht, das sind einfach nur. Beide haben so eine schwarze Strumpfhose an. Wow! Kann man es mir noch schwerer machen? Oh. Keiner sagt irgendwas. Ja, ich überlege gerade. Es gibt auch heute keinen Joker, glaube ich, ne? Was? Habt ihr den Joker gehabt? Letztes Mal hatten wir einen Joker. Ja, ich gucke alle Videos. Was? Ja. Alles aha, klar! Ich sage. Komm, ich bleib dabei. Ich sage, die Person, die ganz rechts mit den Glitzerschuhen. Eva. Also ich stupse dich mal an mit den Glitzerschuhen. Ich glaube, das ist Eva. Komm, Eva, du bist es, Eva. Ist mir egal, komm. Du bist es, Eva. Lass es Eva sein. Ja! Oh Mann, wie gut! Ja, gut. Ich musste gerade tatsächlich das Kleid ein bisschen hochhalten. Ja, das ist so unfair, du bist. Und ich hätte es erkannt, weil es ist schon wieder aus Evas Kleid Glitzer rausgefallen. Ja. Da lag so alles vor Glitzer auf einmal. Oh, kam so runtergerieselt. Ja, darauf habe ich gar nicht geachtet. Aber wisst ihr was, ich drehe mich um. Man muss auf kleine Details achten. Ja, ich weiß, was für Kostüme ich auch hat. Let's go. Und ich drehe mich um. Richtig gut. Aber theoretisch könnte ich noch verlieren. Okay, ich glaube, es ist, ich glaube, die beiden sind, ja. Die drei. Sind fertig. Das ist so unfair, weil man erkennt einfach nicht, wer ist. Ich bin immer noch der Meinung, das ist nicht Johnny. Und das ist bestimmt auch nicht René. So einfach machen die es mir nicht. So einfach machen die es mir nicht. Und das ist nicht ehrlich. Ich bin mir sicher, die veräppeln mich. Deswegen, wer ist das? Ja, das könnte René sein, deswegen. Ich sage. Wisst ihr? Was? Ja, nee, ich glaube gerade, meine Freunde haben mich veräppelt. Also die haben irgendwas gemacht. Das kann nicht. Donnie kann nicht Ninja Turtle sein. Das macht keinen Sinn. Donnie macht es mir nicht so einfach. Nein. Ganz ehrlich, ich sag einfach jetzt, der mit meinen. Komm, weißt du was? Ellie, komm, ich will nicht als erstes raus, Ellie. Ellie ist hier ganz links in den Strumpfhosen. Das ist Ellie. Das ist Ellie. Komm, Ellie. Und es ist Ellie! Hey, du bist der Pommes! Wie cool, du Pommes! Ich würde ja gerne, aber bitte mal aus dem Weg gehen. Also jetzt weißt du auch der Grund, weshalb nicht alle Personen gleichzeitig da stehen konnten. Ellie ist zu breit heute. Oh. Ich habe mir heute etwas breit gemacht. Cool, aber richtig cool. Ist auf jeden Fall. Ja, danke schön. Das würde gut zu dir passen. Zu mir und René. Ich bin nächstes Mal dafür, dass René Strumpfhosen anhat. Bei ja, Ellie! Ich auch. So, ich kann alle Leggings, ich mich weg. Leggings, ja. So, alle kann, Leggings ich glaube, es kann noch ein bisschen höher kommen. Und es sind wieder zwei Jungs. Ich hoffe, es sind nicht bei mir und Donnie beim letzten Mal so. Ich glaube, du kannst. Okay, darf ich? Oh nein, jetzt darf ich. Okay, ich gucke nicht. Ja. Darf ich? Ja. So, Freunde, ganz ehrlich, man erkennt gar nichts. Ich assistiere hier. Ja, man erkennt gar nichts, Freunde. Das wird mir jetzt nicht einfach gemacht. Ich hoffe, ich versuche alle zu erraten. Obwohl, ich muss sagen, derjenige, der hier im Tom und Jerry Outfit, der hat einen etwas größeren Bauch. Das ist eigentlich ein Anzeichen für René. Aber Donnie ist ja auch nicht so schlank tatsächlich. Ich versuche gerade beide zum Lachen zu bringen. Ich weiß, wer wo ist, aber anscheinend sieht das nichts. Ich finde das nicht lustig. Das genau. Auch. Die beiden bleiben auch dahinter. Freunde ist nur Spaß. Das ist nicht ernst. Das ist natürlich nicht ernst. Beide Freunde sind sehr, sehr schlank. Der hier mit dem süßen Bauch, das ist René. Also mit dem Tom und Jerry, also das ist René. Ich erkenne das an dem Bauch. Und an der Brustmuskulatur von dem Ninja Turtle, die Brustmuskulatur. Ja, da, guck mal, die ist auch genau, das ist Donnie und das ist René. Also René ist in meinem Plüschhausschlappen. Das ist René. Aber ich hoffe, die sparen mich jetzt nicht. Ja? Renn! Kommt ihr vor? Hoch, spannend. Oh. Komm mal! Was will ich für dich? Ey, wow! Oh, wie gut! Ja, alles richtig! Ja, das sind sehr gute Augen. Wir werden wirklich noch mehr unsere Kostüme tauschen müssen. Ja, aber warum habt ihr das gemacht? Ja. Ja, eine gute Frage.
Wieso haben wir das nicht gemacht? Wir wollen dir mal ein Erfolgserlebnis geben. Vor allem, ich dachte auch erstmal, du weißt Ellie, ich dachte erstmal. Wegen was denn? Ich dachte einfach, ich habe die Outfits getauscht. Oder irgendwie so. Aber warum wegen Wegen der Strumpfhose. Wir dachten, du hättest, also Claudio dachte, du hättest die Strumpfhose angezogen. Ja, hätte auch sein können. Ja. Dann wir haben heute bin ich eine Maus. Ja, eine Maus. Ja, aber sehr gute Leistung, muss man sagen. Wo ist denn dein Kostüm, Claudio? Warum bist du nicht verkleidet? Warum bist du eigentlich angezogen? Tschüss. Ja, Leute. War mega witzig, finde ich. Und irgendwie erstaunlich, dass Claudio uns alle erkannt hat, ne? Ja, sehr krass auf jeden Fall. Also kann man gar nicht toppen, aber ich würde sagen, wir spielen das Ganze trotzdem demnächst nochmal. Wenn ihr Lust drauf habt, Leute, schreibt das gerne in die Kommentare. Lasst einen Daumen nach oben dafür da. Und guckt vor allem auch unser Karnevalsvideo, was rauskommen wird. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Anhand der Schuhe soll ich jetzt allen Ernstes erkennen, es gibt so viele YouTuber auf dieser Welt. Ja, okay, natürlich die Pinkies hat das mit den Pink. Die andere hat braune Haare. Und nicht blond. Ja, hä? Euer Ernst? Ich hab keine Ahnung, wer das ist. Ich bin raus. Wer soll das sein? Ist das die andere von Victoria Sabina? Wer ist das dann? Keine Ahnung. Oh. Nu? Hey Leute, heute spielen wir Erkenne das YouTuber-Outfit. Dazu werden uns drei Bildausschnitte von einem Outfit eines YouTubers gezeigt und wir müssen dann erraten, welcher YouTuber sich dahinter befindet. Viel Spaß nun mit dem Video. Ellie, wir sind jetzt hier, ne? Ja. Und jetzt geht's darum, um die YouTuber-Outfits zu erraten. Ja, das wird lustig, sehr oder? Lustig werden. Das wird sehr, sehr lustig. Also es wird auf jeden Fall schwierig und ich sehe, es sind schon 10, warum so viele? Ja. Und die kenne ich gar nicht. Ja. Ellie, wir fangen einfach mit dem ersten an, oder? Ja. So, das übrigens, das Ganze hat uns Felix gemacht und noch ein Cutter. Vielen Dank an euch beide schon mal hier vorneweg. Vielen, vielen Dank. So, wenn du es schon weißt, dann darfst du schon Stopp sagen und danach kriegst du den Punkt. Ich glaube, ich wüsste schon. Anhand der Schuhe soll ich jetzt allen Ernstes erkennen, es gibt so viele YouTuber auf dieser Welt. Also guck mal, ich sag mal so viel. Es erinnert mich gleich an Victoria und Sarina. Keine Ahnung, die Schuhe sind ganz schön, aber das kann ich so nicht sagen. Aber weißt du was, wir gehen mal weiter. Sollen wir gegeneinander spielen oder sollen wir miteinander spielen? Was sagst du? Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Sollen wir miteinander spielen oder gegeneinander? Das kann auch ein Duell sein, ich weiß es nicht. Okay, wir machen ein Duell daraus, komm. Ich sag noch nichts. Okay. Boah, nee. Jetzt ist es schwierig. Ich weiß es nicht. Jetzt ist es schwierig. Also, Victoria, Sarina, weißt du, oder hier die Beauty... wie heißt die denn noch gleich? Sag schon. Wer denn? Miss Bella? Beauty XL? Ja, Beauty X. Ja, Beauty Julia irgendwas. Ach, XXL Laeta. XXL, was? Ne, X Laeta oder so. Nein, ich meinte Julia Beauty. Ja, Julia Beauty, genau, ja. Ja. Okay. Also weiß ich nicht, oder ist es Victoria? Stopp, ich doch kein. Ich sage, das ist die eine von Victoria und Sarina mit der Brille, die mit den blonden Haaren. Ich sag auch, das ist eine von denen, aber das, die andere hat rote Haare oder so, ne? Pinke. Orange, pink. Ja, okay, sagst du die Pinke? Ich sag, das ist die mit den Pink. Okay, wir gehen mal weiter. Oh, das war's, warte mal. Okay, nur zwei Bilder. Warum ist das denn so? Wir gehen mal in die Lösungen. Das sind doch drei, oder? Eigentlich drei. Drei. Lösungen, und eins. Ja! Oh nein. Hey, ich hatte dann recht. Die beide hatten recht. Weil, schau mal, die hat blond und pink Haare. Genau, wir hatten beide recht. Weil, schau mal, wir können mal Victoria und Sarina eingeben. Victoria und Sarina. Aber schau mal. Ja, aber das ist anscheinend Victoria. Das ist Victoria? Oh. Die andere hat braune Haare. Und nicht blond. Ja, wir, ganz ehrlich, wir kriegen beide den Punkt. Wir meinen ja die gleiche Person. Genau, ich habe gesagt blond, du hast pink gesagt, die hat blond und pink. Wir kriegen beide den Punkt. Wir kriegen beide den Punkt. Yeah! Finde ich gut. Somit gehen wir schon mal nicht mehr als Loser raus, denn wir haben einen Punkt. So, wir gehen mal in die zweite Bild, das machen wir weg. Nicht, ja, wenigstens einen Punkt schon mal. Boah, kein blassen Schimmer. Anhand von solchen ollen Schuhen soll man das wissen? Keine Ahnung. Kein blassen Schimmer. Das ist viel zu schwer. Ja. Ripped Jeans, ja, ist in. Ich weiß Sieht nicht. Aus wie. Doch, Julian Bam. Julian vielleicht? Ja, oder? Aber wohl nicht. Julian Bam hat, glaube ich, auch Handtattoos. Glaube ich. Das könnte, glaube ich, dieser Jonas sein. Jonas Ems. Glaube ich. Boah. Gehen wir weiter? Oder Rezo? Nee. Oder, nee, nicht Luke. Nee, Luca nicht. Nee, boah, ich weiß doch, nicht. Doch, Luca wäre auch gut. Nee. Gehen wir weiter? Nee, der hat, nee. Ja, das ist nicht Luca, ja? Hä? Boah, weiß nicht. Stimmt, boah, keine Ahnung. Wer ist das denn? Ich ganz ehrlich, ich knock Jonas. Ja, der hat keine Tattoos, ist schwierig, ja. Ich knock. Obwohl hat nicht Jonas Ems jetzt noch ein Hals-Tattoo? Freunde, hat Jonas Ems auch noch ein Tattoo am Hals? Schreibt es in die Kommentare. Könnt ihr aber auch sehen. Also man sieht von dem so ein bisschen der Ansatz von dem Bart, oder? Ne? Und der ist ein bisschen dunkel, oder? Ja. Wieso? Ich hab gar keinen Plan.
Ich sag einfach Jonas Ems. Ich kann ja auch einfach mitgehen und das auch sagen, ne? Theoretisch ja. Dann sag ich das auch. Okay, dann gehen wir mal, dann schauen wir mal. Rezo, nein! Wir hatten ja einen Rezo auch. Du hast es gesagt, ja. Mann! Somit haben wir beide keinen weiteren Punkt. Es bleibt bei 1-1. Mann! Na gut. Hä? Euer Ernst? Wie sollen wir sehr denn... Sehr witzig. Kannst du gleich weitermachen, weil ja, das ist viel zu schwer. Hä? Euer Ernst? Nein, auch hier müssen wir es... Oder weiß auch, ich das ist auch zu schwer. Was ist in deinem Hintergrund überhaupt? Keine Ahnung. Kenn ich nicht. Boah, mach mal noch einen hoch. Vielleicht sieht man die Haare. Nein, wer ist das denn? Ich sag Dagi Bee. Ja, eine von denen. Also, was heißt eine von denen? Entweder Dagi Bee oder hier Bibi? Das, ja, ja. Das, ist das nicht die gleiche Person? Stimmt. Du sagst Bibi Beauty Palace? Ich sag Dagi Bee. Ja? Nee, ich sag Dagi Bee. Ich weiß nein, nicht, nein. Aber die hat eine braune Strähne. Ich kenne mich mit denen nicht aus. Für mich, sind das, für mich ist das eine und die gleiche Person. Was sagst du jetzt? Ich sag Julia. Julia Beauty. Ja. Ja. Du hast Dagi Bee gesagt, okay. Ja. Nein, Dagi Bee ist eingeloggt. Wir gehen jetzt zu den Lösungen. Ellie braucht mir zu lange. Annie the Duck, oh nein! Hä? Wer ist das? Das ist auch eine YouTuberin, eine Gamerin, also hauptsächlich Gamerin. Oh, die kenne ich gar nicht. Nein, Annie the Duck. Noch nie gehört. Mann, ich muss sagen, Andikata, ihr habt es uns richtig schwer gemacht. Ja, danke dafür. Oh, ja, coole Schuhe. Was? Aber wer? Coole Sneaker. Ja, die Sneaker bisschen sind verpixelt, cool. Also das kann man jetzt nicht so erkennen. Ja. Weiß ich nicht. Noch ein hoch? Ja. Stylisch unterwegs. Ja. Ich glaube, dass das Laser Luca ist. Ja? Weil der ist doch immer so super. Krass. Der ist immer, ich weiß es nicht, aber der ist immer voll Stylo-Milo unterwegs. Ich sag das Jonas. Ich sag das Jonas. Ah, ja, okay, er könnte auch. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Luca! Yay! Dass ich das mal weiß. Stark. Richtig cool. Richtig gut, das Luca. Ja, weil der immer so stylisch unterwegs ist. Ja, nicht schlecht. Somit führst du, ne? Ja, wow, was. Oh, schöne Schuhe. Ja. Oh, ich, boah. Okay, mach mal weiter. Keine Ahnung. Mach mal einen weiter, ich ahne was. Shirin, ist das Shirin David vielleicht? Ja, das kann gut sein, aber ich kann nicht mehr mitgehen. Wir machen so, wer als erstes einloggt, da darf man nicht mehr mitgehen. Ja, du sagst Shirin David, ja, dort, ja, das stimmt. Also ich habe keinen, weiß ich nicht, man sieht keine Haare, ich weiß doch, ich glaube schon, ich glaube, du hast recht. Aber weil diese hohen Schuhe mit diesen extravaganten Bling-Bling und die Tasche und so, das ist schon, ja, kann ja, okay, sein. Dann logge ich Paola Marie ein, oder wie sie heißt, wie logge ich ein? Who is that? Ja, auch eine YouTuberin. Ich habe da so gar keinen Plan. Oh! Yes, sir! Somit führt cool. Ellie 3-1. Ja. Wer hätte das gedacht? Richtig schlecht. Aber noch ist es ja nicht das Ende hier. Ich bin schon bei 6 angekommen. Ich streng mich jetzt an, komm. Was ist das denn für Schlappen? Was so? Okay, wir sehen Schlappen. Ich versuche an den Schlappen zu liegen. Die Person steht da sehr, das sieht sehr, sehr komisch aus und sehr ungemütlich, oder? Ja. Hä? I'm out. Ist das Felix? Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Ich bin raus. Es okay. Ist auf jeden Fall eine sehr ungemütliche Pose. Julian Bam. Ja, Julian Bam. Ja, jetzt darfst du irgendeinen Namen sagen. Ja, ich darf jetzt nicht mehr das Gleiche sagen. Nee, ne? Nee, jetzt checke ich auch, warum du es gesagt hast, weil man sieht Tattoos da am Arm, ne? Dahinten. Ja, und der Style ein bisschen erinnert mich daran. Aber obwohl, nee, der hat doch gedacht, oh nein, das war nicht klug, Claudio. Ich weiß nicht, der hat doch, glaube ich, ein Hals-Tattoo. Keine Ahnung, ich sehe aber Tattoos am Arm, aber ich weiß es nicht. Ich habe keinen Plan. Julian Bam. Kein Plan? Ich enthalte mich einfach diese Runde, weil ich es nicht weiß. Ehrlich, dein Ernst? Ich möchte mich nicht blamieren. Nein, du führst mit 3 Punkten. Ja, aber ich weiß nicht, wer es ist. Ja! Ja! Sehr unbequeme Pose in Aachen. Hm. Ja. Julian Bam. Ja. Somit steht es 3-2. Und er hat kein Hals-Tattoo hier, nee, hier vorne, wie man sieht, ne? Anscheinend nicht. Egal, hätten wir das auch. Keine Ahnung. Okay, schöne Schuhe und schönes Kleid. Wer soll das sein? Sachen? Ist das die andere von Victoria Sarina? Wer ist das dann? Keine Ahnung. Xlaeta, komm, ich sag einfach Xlaeta. Ich logge einfach irgendwas ein, damit du es nicht mehr sagen kannst. Das sind die einzigen YouTuberinnen, die ich kenne. Ich weiß es nicht. Hatten wir Bibi und Dagi Bee hatten wir schon. Wer ist denn wer von denen? Ich weiß nicht, wer ist. Ich sag, das ist Dagi Bee. Keine Ahnung. Sicher? Weiß ich nicht. Weiß auch nicht. Ich bin mir nicht sicher. Ich weiß es nicht. Julia Beauty. Hä? Ach, und ich hab die eben gesagt, aber die kam noch nicht ran. So war das, ne? Nein. Tja. Ganz ehrlich, ich hab auch... ja. Man kann ja nicht alles wissen. Das neigt sich jetzt am Ende zu. Wir sind jetzt bei... 8. Noch 8, 9 und 10. Okay. Oh, schöne Schlappen. Moment. Ein Küken mit einem Ei. Was könnte das... Also ich versuche gerade zu analysieren, was das bedeuten könnte. Das erinnert mich an Toka Boca. Da gibt es doch diese Tapete da. Ja, ne? Genau. Ja.
Nee, aber das sagt mir jetzt erstmal nichts. Ja, das, wow, eine Jeans, die trägt doch jeder auch. Keine Ahnung. Gehen wir noch weiter hoch. Braune Haare. Keine Ahnung. Ich habe keinen Plan. Wer hat braune Haare? Ja, Paola Marie packt mir ein, aber hat sie braune Haare? Keine Ahnung. Boah, ich kenn, boah. Vielleicht ist das ja die andere hier von Victoria Sarina. Sarina, die hat doch braune Haare gehabt. Oh nein. Ne? Also ich weiß es nicht, ich sag das jetzt das einfach. Das ist klug. Ich log Paola Marie ein. Ich sag das einfach, weil ich habe. Oh nein, keinen, das war klug. Ich habe keine Ahnung. Gnu? Ah, oh. Hä? Oh. Gnu? Da sieht irgendwie anders drauf aus. Ja. Melbourne. Ja. Das war, sind wir in so eine Falle getappt, ne? Ja. So, ab hier zum Vorletzten. Vorletzten. Okay, da steht jemand an deinem Auto. Ich weiß es. Ja? Ich muss mal gerade überlegen, was hatten wir denn schon alles? Wir hatten schon Laser, Luca. Ich glaube, ich weiß es. Julian Bam war auch schon dabei. Willst du? Hochgehen, oder? Hoch? Willst du? Ja. Weiß ich, erkenne ich daran. Ich mach mal einen weiter. Ich weiß noch nicht, hat er da ein Tattoo? Ja, er hat ein Tattoo am Bein. Mach mal hoch. Und ich kenne nur einen Unge. Ich noch geil. Ja, Unge. Ich auch. Hey, das war Unge. So schön. Nein. Ich habe als erstes Unge gesagt. Nein. Doch, eingeloggt. Ja, das zählt nicht. Ja, das ist Unge. Oh, was nimmst du? Ja, das ist er auch. Er ist Unge, ne? Ja. Somit, Katja, somit steht es 3-3. Es tut mir leid. Ja. Ich wusste schon direkt. Ich hätte es auch gewusst. Ich wusste es aber direkt schon am Bein, weißt du, wegen der Tätowierung. Er kennt sich aus mit den Beinen von YouTubern. Von Unge. Oh, somit steht es 3-3. Richtig. Und wir kommen zum letzten. Letzte Runde. Ich bin gespannt. Und ich erst. Okay. Jetzt interessante Pose. Wir coole Hose. Ich habe auch so eine. Wir müssen es langsam machen. Die Schuhe habe ich auch. Okay, die Schuhe und die Hose könnten ja verraten, dass er vielleicht Tänzer ist. Oder? Weil die Hose ist so baggy aus, oder? Das wäre cool, aber ich glaube nicht, dass hier ein Tänzer dabei ist. Wir wissen es nicht. Baggy-Hose, finde ich gut. Was? Aber man erkennt gar nichts. Gar nichts, nee. Ich überlege gerade, welcher YouTuber trägt denn so Baggy-Hosen? Ich? Ja. Wow, keine Ahnung. Maxify! Nein, das kannst du nicht wissen! Es tut mir leid. Wer ist das? Das ist auch ein YouTuber, ja, natürlich ist ein YouTuber, Maxify, der macht auch teilweise Gaming, kannst du nicht wissen, der trägt immer so ein Outfit. Oh. Den kenne ich wirklich nicht, danke an den Cut. Nein, aber den kenne ich echt nicht, ich habe keinen Plan, wer das und ist. Und somit habe ich gewonnen! Der hat lange Zeit sein Gesicht so nicht gezeigt. Der trägt genau. So. Der hat erstmal kurz ein Face Reveal gemacht. Ja, Onesies, genau. Ja. Cool. Ja, war cool. Ja, das war knapp, würde ich sagen. Ja, am Anfang war ich am Führen, aber dann ich doch nicht. Ich habe eine krasse Opo-Jagd gemacht, ne? Das war richtig krass. Ja, Freunde, schreibt mal in die Kommentare, ob wir das Ganze nochmal machen sollen. Dieses Mal vielleicht mit, keine Ahnung, berühmten Prominenten, Sängern, Stars. Boah, da bin ich dabei. Schauspieler. Da hab ich Bock drauf. Ja, Mann. Schreibt es in die Kommentare. Ansonsten würde ich sagen, wenn euch das Ganze gefallen hat, dann lasst einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ganz genau. Ciao. Tschüss.